Dann schauen wir mal weiter. Kapitel 7, Teil 3. Aufstieg zum Oberen Königreich. Kürzere Zeit später am Eingang des Oberen Königreichs. Uns läuft die Zeit davon, Anubarak. Wie weit ist es zum Ausgang? Nicht weit. Wir sind im Oberen Königreich angelangt. Der Ausgang sollte uns zum Fuß des Gletschers selbst führen. Aber wir müssen noch mit verborgenen Fallen und Gruben rechnen. In Deckung! Arthas! Der gesamte Durchgang ist eingestürzt. Wir haben keine Zeit, uns durchzugraben. Ich muss rasch handeln und selbst einen Weg hinausfinden. Hoffentlich haben Anubarak und die anderen überlebt. Ja, dann schauen wir mal. Wir haben für diese Mission, soweit ich weiß, ein Zeitlimit. Wenn ich diesen Flammen zu nahe komme, versengen sie mich. Es ist ein bisschen tricky hier mit den ganzen Flammen hier. Dieses Gold, wenn ich den Gletscher erreiche. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon wieder vermaledeite Mechanismen in der Ruhe. Dann muss ich ganz konzentriert hier jetzt sein. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Endlich. So. Jetzt, Frostmourne! Ah, endlich. Clown des Angriffs plus 15. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Frostmourne hat Hunger. Und ein bisschen Gold. Das könnte uns später nützen. Das ist schon der Heilbrunnen für diejenigen, die da drin Schaden gekriegt haben. Noch ein Beben. Kein wird ohnegleichen sein. Endlich. Okay. Ah, das ist übrigens nur noch Stufe 3, wie ihr hier richtig gesehen habt. Ah, endlich. Endlose Pein wird euch erwarten. Für den Lichtkönig. Endlose Pein wird euch erwarten. Endlich. Das ist schon besser. Das heißt, wir haben nur noch Todesmantel auf Rang 2 und Unheilige Aura auf 1. Zumindest der Todesmantel endlich auf 2 noch. Das ist zumindest ein bisschen was. Endlich. Ah, endlich. Das ist schon besser. Ah, endlich. Das ist schon besser. Ah, endlich. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Wenigstens werden wir hier immer mit ein bisschen Mana und allem versorgt. Jetzt Frostmourne. Ah ja, sehr schön. So, jetzt haben wir hier übrigens auch eine Abkürzung zurück, soweit ich das jetzt weiß. Ja, hier. Endlich. Ah ja, das hier. Da braucht man zwei Typen, die sich hier draufstellen, damit man hier rankommt. Das ist schon besser. Jetzt werdet ihr leiden. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Ja, der hält auch wieder ein bisschen mehr aus. Frostmourne! Das Inventar ist voll. Frostmourne hat Hunger. Das Inventar ist voll. Endlich. Hier, da komme ich jetzt noch nicht ran, da müsste ich nachher mit Anubarak oder irgendjemandem zurückkommen. Ich muss einen Weg über die und das ist das hier, was ich am meisten hasse hier. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Weil man kann hier ein bisschen Glück haben oder überhaupt keins. Naja, jetzt komme ich endlich mal ein bisschen weiter. Endlich. Für den Lichtkönig. Frostmourne hat Hunger. Gibt's auch ein paar nette Items. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger.
Ah, endlich. Ja, das war jetzt synchron mit Arthas. Anubarak, ihr habt es geschafft. Nun wird mir klar, warum der Lichtkönig euch zu seinem Champion erkoren hat, Todesritter. Wenige Menschen allein in diesem. So, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz das Spiel speichern. Weil ich muss hier ein kleines Risiko eingehen, weil ich jetzt hier wieder zurückgehen möchte. Was ist das diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Sprecht, Dummkopf. Das Inventar. Frostmoon hat Hunger. Ich habe den Ruf vernommen. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Nichts kommt meiner Macht gleich. Vorsicht. Jetzt, Frostmoon! Ah, endlich. Ja, da kommt die Warnung. Ich habe nur noch 5 Minuten Zeit. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Ich frage mich, wieso jemand an den da hier rankommen soll. Was ist es diesmal? Bisschen Glück könnte ich mal auch wieder brauchen hier. Na, komm. Irgendwas. Probieren wir es mal hier. Den gebe ich dann Arthas. Also bitte. Ja, danke. Wie kriegst du? Dummkopf. Das ist schon besser. Ah, endlich. Frostmoon hat Hunger. Ah, endlich. So, jetzt ist die Frage, schaffen wir es noch rechtzeitig bis zum Ausgang, bevor mir hier die Zeit ausgeht? Es hängt ganz davon ab, wie diese Platten sich hier jetzt bewegen. Vorsicht! Nichts kommt meiner Macht gleich. Was ist es diesmal? Voll eingekesselt jetzt. Endlich. Wie man an den hier rankommt, bin ich gerade übrigens echt überfragt. Sprecht, Dummkopf. Frostmoon hat Hunger. So, jetzt ganz schnell zum Ausgang. Etwas bricht durch. Verteidigungsposition. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Frostmoon hat Hunger. Das ist schon besser. Ich habe noch 2 Minuten Zeit. Okay, das sollte eigentlich reichen. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Ja, da kommt schon die Warnung. Noch 2 Minuten. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen den Ausgang finden. Jetzt, Frostmoon! Ah, endlich. So, das musste noch sein. Endlich. Und da hinten gibt es auch noch ein paar super geile Items, die ich auch noch gern mitnehmen würde. Wir müssen sie alle überwinden, wenn wir ihn erreichen wollen.
Eine Dunkelheitskugel zum Beispiel. Da lasse ich... Was lasse ich ihn da? Anubarak, hast du noch was, was du da lassen kannst? Ja, lass mal den da. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht, Frostmourne hat Hunger. Sprecht, Dummkopf. Ja. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Ich diene nur dem Frostthron. Was ist es diesmal? Endlich. Frostmourne hat Hunger. Eine Krone der Könige, die nehme ich auf jeden Fall noch mit. So, 28 Sekunden hat er noch genau gereicht. Auch wenn es ein bisschen knapp war. Es wird schön, die Sonne wiederzusehen. Vergesst nicht, Illidan und die wahre Schlacht warten in der Welt oben auf uns. Hoffentlich hat uns die Reise durch die dunkle Erde die bittermütige Zeit verschafft. Ja, das hoffen wir doch auch mal. Und wisst ihr was? Ich mache an dieser Stelle nochmal eine kleine Aufnahmepause und wie es dann ausgeht mit dem Ganzen, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.